Michael Ballack, Michael Schumacher und Lothar Matthäus. Matthias Sammer, Jürgen Klopp und noch viele, viele mehr. Zum 9. Tag der Legenden kam am Sonntag die Fußballprominenz nach Hamburg, um das zu tun, was sie am besten kann: Fußball spielen. Im nahezu ausverkauften Millerntor-Stadion traf das Team Hamburg in Rot auf das in Schwarz spielende Team Deutschland. Jubel im Hamburg-Lager. Mit einem Tor von Michel Dinze und einem Doppelpack von Mario Ebbers führten die Hanseaten bereits nach kurzer Zeit 3:0. Schade, dass der Hamburger Fußball nicht auch in der Bundesliga so gut dasteht. Wie denkst du über diese beiden Vereine, die hier im Profibereich zu Hause sind? Also ich denke mal, St. Pauli muss sich in der zweiten Liga unbedingt etablieren. Da gehören die hin. Erste Liga wird schwierig. HSV sehr problematisch. Das ist traurig zu sehen, wenn mein HSV unten steht. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu tun. Der jüngst von Ernst Otto Rieker vorgeschlagene Ausgliederungsplan der HSV-Profi-Abteilung scheint in dieser Situation für viele der richtige Weg zu sein. Sag mal schnell ganz kurz die Resonanz auf das, was mit Rieker da gelaufen ist. Ja, so wie ich bisher mitbekommen habe. So wie ich es bisher mitbekommen habe, sehr gut. Also ja. Ich glaube schon, dass wir so eine Art Aufbruchstimmung jetzt erzeugt haben, wo alle das Thema natürlich auch diskutieren, wird heiß diskutiert, die Resonanz auch hier ist sensationell gut. Also ich glaube schon, dass viele jetzt verstanden haben, dass man ernst macht. Doch jetzt stehen erstmal schwere Spiele an. Am Sonnabend geht es gegen seine Mannen. Hamburger Woche, was ist erfreulicher? Also das heute oder das am Sonnabend? Das werden wir feststellen. Ja, genau. Also idealerweise beide. Der ehemalige HSV-Profi Colin Benjamin scheint bei diesem Spiel an einen HSV-Sieg zu glauben und zeigt sich auch sonst optimistisch. Machst du dir Sorgen, Gedanken? Nein, ich bin einfach wirklich HSV-Fan, klar. Und man hofft immer. Und man hofft immer auf das Beste. Ne? Und ich glaube trotzdem, dass es dann halt irgendwann gut ausgehen würde. Nicht so gut lief es beim Tag der Legenden für Klaus Reitmeier. Er stieß mit Michel Dinze zusammen und brach sich die Nase. Schockt auch im Lager der Hamburg-Fans. In der zweiten Halbzeit kam das Team Deutschland bis auf ein Tor ran. Glück für die Elbkicker, dass Bobby de Keyser diesen Strafstoß verschoss. So konnten die Hamburger beim Abpfiff jubeln. 4:3 für das Team von Helmut Schulte und die Torschützentrophäe für Marius Ebbers. Doch gewonnen haben am Ende vor allem die Kinder. Geht doch der Erlös des Tags der Legenden an den Kinderhilfsverein Nestberg.